Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werden wir uns mal ein paar alte Videos angucken, als ich mit YouTube angefangen habe, beziehungsweise in meinem neuen Kanal. Früher hatte ich ja auch schon Videos gemacht, irgendwann vor einem Jahr hatte ich ja im Prinzip angefangen, meinen YouTube-Kanal so ein bisschen aufzubauen. Allerdings haben da die Videos eben halt so mit 0,1 FPS waren die so ungefähr. Konnte sich immer keine angucken, deshalb habe ich die auch gelöscht. Außerdem waren die auf meinem alten PC, das heißt, ich habe die so in fester Form auch gar nicht mehr. Und deshalb schauen wir uns im Prinzip die Videos an, die jetzt auf meinem Kanal so im Prinzip auch zu sehen sind. Da hier relativ viel, ja, einfach an Neuigkeiten-Videos ist es hier fast alles Neuigkeiten. Und ich keine Lust habe, random Duos mir anzugucken und ich wirklich nur mein Gameplay sehen will, ist das erste im Prinzip hier das Video. Das ist zwar nicht das allerälteste, und die hinten sind ja im Prinzip noch 2 Monate älter. Allerdings hat sich da auch jetzt nicht allzu viel geändert. Wir können ja mal in so eine kleine Anmoderation hier reinschauen von dem Video. Ist das eher wie eine Diegel? War ich doch komplett lost. Ihr hört aber, meine Stimme ist genauso lost einfach. Ja. Wir schauen uns jetzt das Video ein bisschen an und gucken, ob wie ich damals so gespielt habe. Das war der Ranked-Modus, ich glaube damals Gauntlet. Ich da bin hier Paradise Palms gelandet. Ja, erst ein bisschen Loot natürlich. Am Anfang lebten dann auch nur 33 Spieler. Ich habe minus 2 Punkte. Man kennt es ja. Weil man immer 2 Punkte direkt mit der ersten Runde be minus bekommen hat. Und dadurch habe ich im Prinzip instant die 2 Punkte letztendlich auch minus bekommen. Wird erstmal richtig schön von oben mit super stabilen Aim runtergeschossen. Sieht man auf jeden Fall. Aim-Sitz. Ist ganz extreme. Ich sag auch gefühlt die ganze Zeit gar nichts. Man kennt es ja auf jeden Fall. Die Deagle hatte damals ja auch Holzwände komplett One-Hit gemacht. Das war auch ziemlich krass. Oh, Palmshot sitzt auf jeden Fall. Oder zumindest der erste. Ja, außen geht's entlang. Ganz fast. Ei. Da saß das Aim aber nicht ganz so teilweise. So. Jetzt dauert das, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen. Genau, immer noch ein Kill. Etwas später. Mit dem Fisch. Dem Pfiff. Ist ja auch gar nicht, was ich hier getan habe. Einfach irgendwie rumgelaufen. So ein Palmshot hätten natürlich auch ein 200er sein können. Hätte ich den Fight direkt gewonnen. Anstatt sich hier auch hochzubauen mit den ganzen Materials, die ich habe, bleibe ich unten. Ah, der 83er Schatz auch. Da waren ein paar Schüsse daneben, allerdings war danach eine ordentliche Burst mit der SMG auch drin. Dann hier noch am Vulkan. Wird man kleines One-by-One bauen. Einfach schon reinfliegen. Wird hier erstmal ein kleiner Turtle gebaut. Schön eingetörtelt. Und so ein Snipe natürlich treffen würde. Erstmal campen. Einfach erstmal campen. Beste Taktik. Ich habe damals komplett gefühlt gestradet, obwohl es richtig leicht war. Nee, das lohnt sich dafür nicht, Aufmerksamkeit auf mich zu haben. Am besten 5% haben. Hauptsache, keine Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken, damit man nicht attackiert wird. Lebten auch noch 8 Gegner zu der Zeit. Wenn jetzt die Saison auch noch mal auf meiner Seite hier ist, ist natürlich Also die noch mal. Stimme ist einfach so unglaublich strange, hoch Weiß bis und dahin ganz noch anders nicht, als jetzt. wer da hinten gebaut hat, wo er ist. Drop hat sich auch noch keiner gesneakt. So ein 20-Minuten-Video kann sich doch auch keiner gönnen. Ja, 20 Minuten Kann ungecuttetes aber auch Gameplay. länger sein. Es passiert einfach nicht.
passiert nichts, 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 nichts. Ich sitze hier drin, sitze noch länger hier drin, noch länger, nimmt kein Ende. Ein schöner Lootjob. Werde ich mir jetzt safe gönnen und werde davon dabei angegriffen. Ich meine zumindest, dass das so war. Ich kenne teilweise den Inhalt von Videos einfach auswendig. Oder so war das. Boah, da sitzt das Aim. Ganz stabiles Aim mit der SMG. Das muss man wirklich sagen. Oh, die Schatzkarte auch. Oh, und die Silenced. Silent Sturmgewehr. Ob ich jetzt nicht die Heavy Snipe mitgenommen habe? Keine Ahnung. Wäre zwar besser als Redeploy. Oh, die ganz großen Headshots. Jetzt können wichtig sein. Ja, können wichtig sein, aber größere Hits werden besser, ne? Da sitzen die Edits. Und man muss ja sagen, ich habe zu der Zeit nicht mal schlecht gebaut. Es ging auf jeden Fall. Und hier, scheiß Bäume mal wieder. Ah, fehlerfrei spawnen. Oh, das war ein stabiler Edit. Anstatt hier dann auch Übersicht zu bauen. Und ich kann ihn dort nicht treffen. Digga. Richtig krass, einfach richtig sweaty die Gegner hier. Eins gegen eins. Wie lange geht das Video noch? 3 Minuten. Kann sich keiner geben, so lang. So. Gönnt sich den Lootjob. Immer Highground hier. Eine ganz krasse Leistung. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich richtig geschwitzt. Man merkt's. Materials, nicht mehr ganz so viele. Der Gegner schießt also mal Rocket Launcher komplett ins Leere. Jetzt hätte man natürlich den Gegner dort abschießen können. Mein, wer kennt es? Redeploy. Würde man die heutzutage benutzen, wäre das eigentlich der Tod. Ist ja beim Jumphead schon so. Beim Jumphead fliegt man immer schneller. Bin hier auch anstatt einfach zu bauen. Und sitzt das Aim hier. Ich habe mich ja richtig gefreut. Der 4 Kills einfach. Auch ganz, ganz, ganz intensives. Krasses Gameplay, so wie man es sehen will. Gibt auf jeden Fall nichts Besseres. Das war's heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn wir noch vielleicht auf weitere Videos reacten sollen, dann schreibt gerne auch Vorschläge in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.